Im Corona-Shutdown wurde viel über Solidarität gesprochen. Es bedeutet, füreinander Verantwortung übernehmen, und das ist unser Job als IG Metall hier in Köln und Leverkusen, denn die Menschen sollen von ihrer Arbeit gut leben können und darüber nicht krank werden. Ja, ein Stück. Gibt's irgendwas Besonderes? Nee, nicht wirklich. Wir haben ja die Problematik, die größte Problematik hinter uns. Ich bin froh, dass wir die IG Metall haben, erst recht jetzt in der Pandemie. Und mit der IG Metall haben wir es geschafft, in der Kurzarbeit die Aufstockung aufrechtzuerhalten. Die IG Metall unterstützt die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die Kollegen und Kolleginnen halt in allem, was mit den gesetzlichen Ansprüchen halt zu tun hat. Und das finde ich halt sehr wichtig. Mir macht es große Freude, in der IG Metall zu arbeiten. Es ist eine super tolle Gemeinschaft und es macht einfach Spaß, mit so vielen Leuten am gleichen Strang zu ziehen. Warum sind wir in der IG Metall? Nur mit der IG Metall können wir als Gemeinschaft gegenüber dem Arbeitgeber auch etwas durchsetzen. Die IG Metall gibt mir Sicherheit. Wenn wir was erreichen möchten, das können wir nur, wenn wir zusammenhalten. Ich bin in der IG Metall, weil wir nur gemeinschaftlich etwas erreichen können. Von der IG Metall bekommen wir Informationen sogar schon, bevor das Problem auftaucht. Also ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. Wir haben also sehr viele Informationen bekommen. Wir waren besser, teilweise besser informiert als der Arbeitgeber. Die IG Metall hat uns gerade jetzt in der Corona-Zeit ganz aktiv mit allem Möglichen, mit Materialien, mit Seminaren und anderen Angeboten unterstützt. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz der IG Metall hat mich in den Corona-Zeiten halt super unterstützt. Ich wüsste jetzt halt, wie ich in Corona-Zeiten auch zu Hause ein Homeoffice einrichten sollte. Man muss es halt nur irgendwann tun. Wir als IG Metall-Jugend setzen uns dafür ein, dass Azubis, die Angst haben, in der heutigen Zeit trotzdem übernommen werden und einen gesicherten Arbeitsplatz haben. Hier in der Lehrwerkstatt fängt das Berufsleben an. Und dass das noch lange, trotz Strukturwandel, gut weitergeht, dafür stehen wir. Ja, in der Corona-Krise ist natürlich die Unterstützung relativ schwer an den Mann zu bringen, aber durch E-Mails und Skype-Meetings und natürlich den persönlichen Austausch, auch über Telefon, fühlen wir uns sicher bei der IG Metall. Ja, ich denke, wir müssen Arbeitsplätze sichern, dafür sorgen, dass nach der Krise noch alle eine gute Startposition haben. Ich weiß ganz genau, dass man alleine nicht schaffen kann, und ich bin froh, dass wir IG Metall hinter uns haben. Ich fühle mich bestens aufgehoben bei der IG Metall, weil sie uns täglich mit den neuesten Regelungen zur Corona-Krise begleitet, informiert. Und wir dadurch in der Lage sind, diese ganzen Angelegenheiten schnellstens umzusetzen. Ich bin in der IG Metall, weil wir als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen unsere Kräfte bündeln müssen in einer großen, starken Organisation. Ich bin in der IG Metall, weil das für mich eine Investition in die Zukunft ist. Weil mein Vater das gesagt hat, und das war auch gut so. Denn wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Und man muss für seine Rechte einstehen, und das geht nur zusammen. Ich bin in der IG Metall, weil ich die Werte schätze und es mir Spaß macht, mich in der IG Metall zu engagieren. Ich bin in der IG Metall, weil ich der Überzeugung bin, dass viele kleine Leute was ganz Großes bewegen können. Ich bin in der Gewerkschaft, weil es mir im Endeffekt von meinem Vater schon in die Wiege gelegt wurde. Und sich für andere Menschen stark zu machen, war mir schon immer ein Anliegen. Seit dem Beginn der Krise haben wir alles dafür getan, die Menschen vor Corona zu schützen. Jetzt kommt es wirklich darauf an, auch die Arbeitsplätze zu erhalten. Und darum kümmern wir uns. Auch in dieser Zeit ist es wichtig, zusammenzuhalten. Zusammen schaffen wir alles.